So, hallo, willkommen wieder zurück hier bei den Kaffeepausen, dem Gold Guide bei GameCoreHD. Wir sind diesmal in der internationalen B-Lizenz und machen hier weiter mit der Öko-Herausforderung Stufe 2. Holen Sie mit wenig Treibstoff die beste Rundenzeit, das werden wir tun. Wir fahren einen CRZ aus dem Alpha aus dem Jahre 2010. CRZ Alpha von Honda, der Power of Dreams. Dam, da, dam, dam, auf Suzuka. 3 Minuten 10. Ein Zeitrennen mit extra Kick. Es kommt darauf an, die Runde mit so wenig Treibstoff wie möglich zu schaffen. Sie müssen Ihre Geschwindigkeit genau im Auge behalten, wenn Sie nicht auf halber Strecke stehen bleiben wollen. Gut zu wissen, schön zu wissen, alles klar. Das heißt, in 3 Minuten 10 sollen wir hier einmal eine Runde machen, oder wie? Ah, Tatsache. Mit einem Liter Sprit. Gehen wir hier mal langsam vom Gas. So Zug, eine Strecke, die mir eigentlich sehr liegt. Ein bisschen spritsparender fahren. Nur nicht allzu spritsparend, sonst werden wir zu langsam. Das ist die lange Strecke, ja. Ah, das war jetzt nicht so gut. Liter. Es ist nicht mehr allzu viel. Mal rollen lassen. Bisschen anbremsen. Dritten Gang, 5000 Touren, vierter Gang. Hier auch mehr anrollen als voll reinbremsen. Mal ein bisschen aufziehen, hier geht es ein bisschen bergauf. Ich will ja auch nicht zu viel rauszuzeln aus dem Tank. So, fünfter Gang. Das wird verdammt eng. Und in 3 Minuten 10 auch noch. Jetzt müssen wir hier ein bisschen reinhauen. Kommen wir 15 Liter noch. Nein, schade. Wäre interessant gewesen, was wir jetzt noch geschafft hätten. Sahen sich nicht so schlecht aus. Das Cockpit hier. Relativ formschön. So. Vom Gas rollen lassen. Ein bisschen Gas, dass man nicht allzu langsam wird und nicht zu viel Sprit verbraucht. Kurz anbremsen. Das war zu schnell. Das war zu schnell. Minuten 10, sie ist für das Fahrzeug schon eigentlich eine recht flotte Zeit, will ich fast sagen. So, jetzt mal ein bisschen mehr reinhauen. Vierten Gang, dass wir nicht zu viel Motorbremswirkung haben. Ah, die Wiese bremst auch wieder ab.
denke, dass es nur darauf ankommt, auf den richtigen Stellen zu lupfen und nicht allzu sehr den Wagen rollen zu lassen. Wir haben jetzt circa die Hälfte von der Runde. Also jetzt. Und noch 0,56 Liter drin. So, hier nach dem Knick wieder rollen lassen oder vor dem Knick, egal. Schwung mitnehmen, was geht. Ja, der Verbrauch ist in den tieferen Regionen doch wesentlich besser. Deswegen gehen wir gleich auf den fünften hoch. Und lassen uns hier auf Curb-Ende wieder rollen. Zu schnell. Und Gas. Voll drauf. Geht das bergauf? Wir brauchen den Schwung, wir brauchen den Sprit. Gehen wir hier wieder auf 0,15. Na, sogar ein bisschen mehr. Okay, 0,16 Liter. Wetter auf 0,10. 3, 2, weg vom Gas. Da kommen wir 1 Liter kaum. 6, 5, 4, 3, 2. Eins, weg vom Gas! Na, 2 Minuten 58, hallo? Locker! 3,10 schnell mit dem Fahrzeug. Ups, ich habe mich ein bisschen verschätzt. 0,01 Liter noch im Tank gehabt. Mehr als genug. Schauen wir uns das nochmal an. Es ist sehr interessant, auf Sprit zu achten auch. Bezüglich Sprit sparen, weil wir wirklich Sprit gespart haben wir jetzt nicht. Ja, hier und da ein bisschen, aber minimal. Hier haben wir uns in der ersten Kurve noch durchrollen lassen. Zweite Kurve angebremst. Aber auch großteils rollen lassen. Dann wieder aufs Gas. Zu den SS wieder rollen lassen. Und immer ein bisschen Zwischengas, dass der Schwung nicht zu sehr weggeht. Ein bisschen bergauf ist auch immer dabei, dass man nicht zu viel wieder durchbeschleunigen muss, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit halbwegs bestehen bleibt. Dass man nicht zu viel wieder den Wagen in Bewegung setzen muss, weil es doch auch einiges an Gewicht ist, was hier bewegt wird. Hier auch ein bisschen lupfen, ein bisschen spielen, ein bisschen gucken. Hier vor dem Knick mal voll weg vom Gas. Das war zu spät. Da muss ich noch ein bisschen nachbremsen. So, und dann hier durch. Und da auch Gas, 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 Gas. Bis vor den Knick und dann nochmal rollen lassen. Rollen lassen, rollen lassen. Ein bisschen anbremsen, zweiten Gang runter und dann den Schwung mit rausnehmen. Dann Gas. Ab der Spitzkehre Ende hier heißt es Gas. Weil doch auch viel bergauf. Zwar nicht so viel, aber es ist doch. Es bremst den Wagen um einiges runter. So, hier Ende vom Curb haben wir wieder ein bisschen nachgelassen. Na, hier war's. Ende vom Curb weg vom Gas, rollen lassen, ein bisschen nachbremsen, weil wir ein bisschen zu schnell waren. Einfach nur durchrollen lassen, hier kurz nochmal aufs Gas. Wieder rollen lassen, rollen lassen. Vielleicht ein bisschen zwischenbremsen. Ein bisschen zwischenbremsen, so. Und hier in die Senke den ganzen Schwung mit dem Mann. Gas, 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 Gas. Da ist das meiste Bergaufstück. Hier kann man am meisten Sprit liegen lassen. Hier geht auch der meiste Sprit drauf. Dann vor der 130R weg. Weg, einlenken, eventuell runterschalten, je nachdem, wie auch immer. Motorbremse würde ich nicht unbedingt nutzen, weil man dann viel verliert. Und hier kann man auch schon wesentlich früher vom Gas gehen. Also mit 0,1 Liter sollte man
doch durchkommen können. Durch die Schikane und Startziel runter, Vollgas bis auf 0,01 Liter haben wieder beschleunigt und dann nur noch rollen lassen. Bing! Das war's. Das war's mit dem CRZ auf Suzuka. 29.249. Moment. Voll den Frosch im Halse. Abnormal. So. Weiter geht's. Zu unseren besten Freunden, der Kegel-Herausforderung. So, wir fahren den Roadster RSNC07, also wieder ein Mazda MX-5. Wieder in der Gran Turismo Arena. Kegel-Herausforderung Nummer 4. So, Fahr-Options. Traktion aus, ABS 2. Na? Fahren Sie gegen die Zeit und versuchen Sie, alle Kegel umzustoßen. Finden Sie die beste Route und stoßen Sie sie so schnell wie möglich um. Dieses CC ist immer so ein Schreibfehler, was ich lese, deswegen registriere ich es nicht wirklich. Auf geht's! So, wir haben da jetzt anscheinend so eine Strecke. Ah, ähnlich wie mit dem Ferrari, okay. Ich hoffe, wir brauchen nicht alle Kegel, aber ich denke mal schon. Ah, scheiße. Sagt man nicht. Der eine Kegel, den haben wir aber stehen lassen. Los geht's! Ich hoffe, die haben jetzt noch erwischt. So. Nicht übermütig werden hier. Wagen, Zeit geben, Zeit geben, Zeit geben. Es ist genug Zeit, es ist genug Zeit. ...32.133. Um knapp 8,5 Zehntel schneller. Gefällt mir. Und die hinteren sind wesentlich oder deutlich einfacher wie die ersteren. Liebe Polyphone Digital, lieber Katsunori Yamauchi, wo ist der Sinn? Nur mal so eine Frage nebenbei. So, wir schauen uns die Wiederholung auch wieder an. Wir fahren das Ganze in Form einer 8. Hier zwischen den Kuschelpolstern durch, sag ich jetzt mal. Und dann hier die Rechtskurve. Ich war gefahren wie der ärgste Anfänger. Vor dem Kegel haben wir gerade noch so erwischt, hat sich nur ein bisschen bewegt, aber es hat gereicht. Alles aus dem Weg räumen. Die Übersicht zu behalten fällt auch relativ schwer mit zu vielen Kegeln. So, dann auch wieder die Linkskurve, den haben wir nicht erwischt. Pam, das war's. Ab in die Meute und auf Wiederschauen. 29.249 für Gold, Silber und Bronze. Ich sage mal wieder herzlichen Dank fürs Zuschauen und dass ihr mit dabei wart und euch das immer wieder antut mit mir. Und wieder auch, oder und auch so, ein herzliches Dankeschön an GameCoHD wieder mal, dass ich die Gold Guides bei ihm veröffentlichen darf. Finde ich sehr geil, macht mir persönlich sehr viel Spaß und ich hoffe euch auch. Gut, dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.